So, ahoi. Also, so ein kleines Kügelchen. Wie faul ist so ein Ding eigentlich? Also, wenn man es wegschleudert, messen wir meistens die Geschwindigkeit direkt an der Schleuder. Aber bei 10 Meter Entfernung, 20 Meter Entfernung, mit welcher Geschwindigkeit kommt die noch da dran? Ja, Konrad hat da ein relativ gutes Programm, aber praktisch ist immer besser. Ich bin jetzt so ein bisschen in der Lage, dass ich zwei Kronis habe. Hier habe. Also, können wir schon mal gucken. Hier eins. Das Caldwell, was ich anschließen kann am Smartphone. Die Strippe ist bloß nicht 10 Meter und ich habe hier keinen Schutz. So, wenn wir weiter hier hinten gucken. Hier ist das andere. So, jetzt sind wir bei dem anderen. Bei dem anderen habe ich hier einen Schutz drauf. Und ja, ich traue mich selber nicht so. Da steht jetzt momentan 68 Meter die Sekunde. Ich weiß nicht, ob man das da so sehen kann. Ich habe es mal ausprobiert gehabt. Bloß mal hier direkt darüber und da direkt darüber, noch nicht über beide. Klar, schöner wäre das andere hier. Aber wie gesagt, ich habe da keinen Schutz drüber. Deswegen machen wir das hier hin. So, dann gucken wir mal, welche gute Trefferquote ich habe. Also ob ich da wirklich hier in dem Bereich da durchkomme. Das ist so der Bereich, wo das Kroni am besten misst. Ja. Und auf 10 Meter, wie viel Geschwindigkeit verliert man denn? Ja, gerade eben erster Versuch hat er schon hier aufgenommen. Also ich weiß, ihr guckt eh euch um und sonstiges hin und her. Also nochmal kurz Erklärung. Da ist das Kroni, das erste, wo ich gleich drüber schleudere. Da hinten vor der Catchbox ist das zweite irgendwo. Da unten war mal ein Zollstock. Den seht ihr von hier nicht, wo ich das ausgemessen habe. Gucken wir mal weiter. Da ist meine Fischsäule, dass meine Fische mir zugucken können. Und da ist mein Holzbackofen. Schwupps. So, das ist der Holzbackofen. So, jetzt seht ihr alles. Gehen wir mal zu den wichtigen Sachen. Also diese 8 mm Kugel. Was verliert die? Der zeigt momentan vorne 86 an, hinten 68. Ja, Vogel. Bist du ganz meiner Meinung? Gucken wir mal, was los ist. 81. Ich weiß nicht, ob er gemessen hat oder nicht. Ich will einen anderen Wert stellen haben wie 68. Noch immer 68. Wir haben einen Wert. Wir haben einen Wert. So, ihr könnt das mal angucken. Ein bisschen nachvollziehen. So, wir haben einen Wert, den ersten Wert. Ja, Daumen hoch eigentlich. So, der vordere sagt, ich habe mit 73 Metern die Sekunde. Warte, gehen wir mal da runter zum Handy, da kann man es besser lesen. 73 Meter die Sekunde. Meter per Second geschleudert. So, da seht ihr den Zollstock auch nochmal. Und das hintere zeigt an. Ja, nächster Test. Also sind da wirklich so Unterschiede oder ich muss da mal ein paar Dinge machen. Achtundsiebzig, zweiundsiebzig. Wieso beim ersten Mal so wenig Unterschied und jetzt so viel? Ich glaube, wir machen mal mit Fotos weiter. So, also zum Teil waren immer wieder Unterschiede. Also beim ersten war so gut wie überhaupt kein Unterschied. Bei den anderen, ja doch konstant eigentlich, was
anderes gemessen, um zu gucken, ob die jetzt unterschiedlich messen oder gleich messen oder sowas. Ich habe die jetzt mal hintereinander gestellt, schleudern wir mal drüber und bei dem Entfernung dürfte ja wohl nicht viel Unterschied sein. Ich sage, ich habe keine Schleuder, dann glaubt mir das eh keiner. Hm. 91, 91, also daher gleich. Guck mal, seht ihr das? Ich weiß nicht, wie toll das spiegelt, das seid ihr ja gar nicht. 91 und der 91. Ja, Licht ist doof. Kriege ich nicht weg. Also beide 91. Der hat er jetzt wieder nicht aufgenommen. Jo, mein Handy will mich ein bisschen ärgern, das will ich da speichern, wo ich will. Oder ich weiß nicht, was mit dem komischen Ding los ist. Ich habe festgestellt, also am Anfang hatten wir bloß ein ganz klein bisschen Unterschied. Mittlerweile hatten wir da ein bisschen mehr Unterschied zwischen hier und 10 Meter Entfernung da. Wie genau sind die beiden Dinger? Und deswegen habe ich die mal hintereinander gestellt und draufgeschleudert. Und dann hatten wir eigentlich da 100 Meter die Sekunde. Ganz schlecht doof zu sehen, da sieht man 100 Meter die Sekunde. Und da auch 100 Meter die Sekunde. Naja, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Glaubt mir einfach mal. Ich mache das Ganze nochmal, weil ich nicht weiß, ob ich aufgenommen habe. Und dann packen wir die Dinger nochmal dahin. Jetzt kann man eine andere Steuer nehmen. Habe ich eigentlich da hinten? Der 3 hat mich angenommen. Der 10 macht er nicht gut. Machen wir den mal aus. Also Krone ist auch nicht ganz so einfach. Man braucht ja sind halt diese beiden Lichtschranken da und da, und das ist hier oben so ein Bereich, wo er da am besten misst. So, gucken wir die ganze Sache nochmal da an. So, da hat er 109 und hier hat er dieses blöde Plexiglas da. Auch 109. Blenden wir Screenshot an. So, also ich habe es nochmal hingestellt, auf 10 Meter Entfernung. Probieren wir die ganze Sache nochmal. Gucken wir, ob da nicht zum besseren Ergebnis irgendwie kommt. Sind nicht so ganz in einer Achse. Das kann ein bisschen viel gewesen sein. Wo bin ich denn eigentlich? Einundneunzig, vierundachtzig. Also laut Adam Riese 7 weniger. Machen wir weiter.
94. '94, '87. Also scheinen wir wohl so um die 7 Meter die Sekunde zu verlieren bei der Geschwindigkeit. Ja, die Frage eigentlich, wieso habe ich jetzt keine 100? Also wenn ihr jetzt guckt, wie ich ziehe, ich ziele ein bisschen, will aber nicht genau treffen da vorne, bloß in so einem Postkartenbereich und lasse dann relativ los, das macht halt auch schon etliches aus. Was haben wir da vorne? Hat er nicht gemessen. So ein Stückchen drüber. Ich glaube, ich war zu weit rechts. Also hier 95. '87, also noch immer von vorhin, der hat sich nicht registriert. Ist ein Höheranteil. '93. '93, da vorne '86. Also scheinen wir wohl doch in so einem Bereich zu sein, wo wir sagen können, auf 10 Meter Entfernung verlieren wir bei der Geschwindigkeit so grob 7 Meter die Sekunde. '93. Psst. Gehen wir nochmal da vorne, die Schuhe sind da angucken, dass ihr mir auch glaubt. '86. Jetzt ist natürlich das Interessante, was ist bei 20 Meter? Kann ich hier nicht machen, weil Gatte ist da nicht lang genug. Da muss ich auf meine Shooting Range hinter Grundstück. Hier so, also meine Shooting Range dahinter. Wird auch das sein, wo wir beim Apfelblütentreffen sind, wo eventuell manche Leute zelten müssen. Ja, sieht dann. Wiese eingerahmt von Bäumen und ein bisschen Hügelchen dahinter. Ja, nochmal erklären. Also da ist, wo ist es? Da ist mein erstes Kroni. Das zweite ist irgendwo da hinten. 20 Meter. Also da Zollstock, da unten Zollstock abgemessen. Ja, 20 Meter ist halt schon verdammt viel. Ich hoffe, dass ich da drüber komme. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal nach da hinten laufen, gucken, ob da was steht oder nicht und dann wieder hierher kommen. Aber ist halt so. Ding war noch nicht an. Ich mache erstmal, um zu gucken, wie es ist. 2, 3 Kugeln, also jetzt hier absolut langsames Band, schmal geschnitten, um zu gucken, wie doll die fällt neben dem Kroni. Das müsste ich circa raus haben, wie hoch ich zielen muss. Schauen wir mal, ob er was anzeigt. War wahrscheinlich zu hoch. Er sagt 80. Der sagt 0. Nicht gemessen, wie gesagt, zu hoch. '81.
So. 81, der hier vorne und der da hinten, was ratet ihr? Ja, ca. 7 Meter hatten wir auf 10. Hinten zeigt er an 70, also 11 Meter verloren. Da ist halt eine Aussage, muss man ein paar Mal machen. Also vorne 85, hinten 73. Vorne zeigt er an 84, ich gehe gar nicht, weil er wahrscheinlich zu weit links war. Nicht zu hoch. So, ja, vorne 78, hinten 73. Ich hätte vielleicht doch laufen sollen, warum waren das die 73 von gerade eben oder waren das schon welche von vorher? Ich weiß es nicht. Also so als grobes Ding könnte man mal sagen, ja, bei 10 Meter bei der Geschwindigkeit 7 Meter die Sekunde, auf 20 Meter sind wir dann 10, 11 Meter die Sekunde. Das ist halt bloß interessant, weil man sieht ja die Kur, dass die, oh Mann, dass die Kugel so eine Kurve fliegt, von der Erdanziehungskraft runter angezogen wird. Und wie viel macht das dann da wirklich aus? Mit was kann man dann da rechnen? Und wir müssen es mal genau machen, wenn da hinten jemand ist, der es ansehen kann oder ich eine große, tolle Schutzhülle für den hier vorne gebaut habe, dass man mit dem Handy dann weiter vorgehen kann. Handykabel hat plus 8 Meter, also nicht mehr 10 Meter, dass man die direkt aneinander stellen kann zum Sehen, war natürlich schön für die Ergebnisse, aber ist halt leider nicht. Also irgendwann, wenn jemand da ist, treffen oder sonstiges oder jemand vorbeikommt, ich Zeit habe, weiter Schönes, müssen wir sowas mal in Ruhe machen. Aber so jetzt erstmal fand ich die Sache relativ interessant.